Ich würde sagen, es ist eine prima Weihnachtskarte. Ja, sehr witzig. Hör zu, ich verstehe nicht, warum du dich weigerst, ein Nachthemd anzuziehen. Weil ich nicht möchte, dass die Leute meinen Popo sehen. Wie wär's mit einer Unterhose? Du weißt, was ich von Unterhosen halte. Jedes Mädchen, das früher bei uns zu Besuch war, weiß, was du von Unterhosen hältst. Ich war damals Nudist. Ich fühle mich nicht wohl, wenn es da unten so luftig ist. Ich mag's nicht, wenn die Weichteile so rumschaukeln. Ich schwör's dir, wenn du nicht anfängst, diese Krankheit ernst zu nehmen. Ich bin ein guter Mediziner, aber wenn es um schwere Krankheiten und um Verwandtschaft geht, bin ich überfordert. Was dann gebraucht wird, ist ein Held. Klappe halten und auf jeden Fall Klappe halten. Aber ich habe gar nichts gesagt. Ich weiß, aber ich sag das gern zu dir. Okay, die Sache sieht so aus. Wenn wir diesen Scheiß besiegen wollen, und das werden wir hundertprozentig schaffen, dann bleibt uns dafür nur eine Möglichkeit. Wir müssen ein Team sein. Ein Team, 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 Team. Verstanden? Verstanden, Dr. Cox. Ich habe sowas von nicht mit dir geredet, Rhonda. Vielen Dank. Sie haben mich nur angeheizt. Ich war begeistert. Wie sieht's aus, Kinder? Sind wir ein Team? Ich mach mit. Das Team Blutkrebs. Wow, er hat's geschafft. Ich muss zu meinen anderen Patienten.